Moin moin, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inter gegen Tottenham. Ja, zu dem Verein wollte ich, aber die wollten mich nicht. Und jetzt wirklich kriegen sie auf die Schnauze. Wir spielen zu Hause. Hin- und Rückspiel gibt es. K.O.-Runde, die erste. Was ist das dann? Champions League? Da bin ich am Überlegen. 16. Finale oder so? Ich habe gerade nicht darauf geachtet, ob da irgendwas stand. 16. oder 8. Irgendwie so ist das. Es wurde schon überlegt, ob... Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Ich hatte gelesen irgendwo, dass es die Idee gibt, dass Champions League und Europa Liga zusammengelegt werden sollen. Schöner Schuss und drin ist das Ding, Cristiano Ronaldo. Mit seiner 100 schießt er das Tor. Zack. Einfach mal abgezogen. Geradeaus durch. Schön. Super gut. Ja, cool. Richtig nice. Da sieht man es. Da wollte ich erst noch den Ball haben. Dachte so, gib her. Aber ich stand richtig doof. Das wäre richtig blöd gewesen, wenn er da abgegeben hätte. Schön abgezogen. Super, 1:0. Es geht gleich richtig los. So, wie wir es brauchen. So, wunderbar. Jetzt hier mal die Pille rüberwachsen lassen. Sigurdsson, Bale. Das ist gar nicht meine Seite. Adebayor. Boah, nee. Ich wollte ihn aussteigen lassen. Ach, Mann. Jetzt bloß nicht zuständig sein für... Oh, nein. Spielt doch keine Fehlpässe da hinten. Oh, Mann. 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 Ich muss da hinten hin. Kabul. Dawson Walker. Texas Ranger Walker. So, ich habe hier irgendwas im Hintergrund, was da immer irgendwelche Geräusche verursacht. Werde ich mal irgendwie mal gucken müssen. Aha, so. Okay. Geräusche müssten jetzt weg sein. Es gibt Ecke. Ja. Schmeiß mich hier mit rein. Bale. Auf Lennon. John Lennon. Von den Toten auferstanden. Ende Gelände. Hier ist nur ein Five-Konzert. Hier müssen sie uns anfeuern. Wir führen doch. Ja, da versucht er sich durchzutanken. Sehr schön. Cristiano Ronaldo macht das zweite Ding. Super gemacht. 2:0. Eieiei, der Junge. Der stiehlt mir einfach hier die Show. Aber es ist einfach schön, mit seinem Teamkameraden zusammenzuspielen und zusammenzuarbeiten und hoffentlich was Gutes zu leisten, indem man hier einfach mal so ein 2:0 hat. Hm? 2:0 ist cool. John Lennon dreht sich noch beim Grabe um. Super. Oh Mann, ey. Bei FIFA drehen die sich von alleine rein. Hier muss man ein bisschen mehr zielen, weil die Schüsse manueller sind. Manuell. Ich drehe durch. Cristiano Ronaldo hier mit dem Dreierpack nach 21 Minuten. Schön. Also, er lässt sich da nichts nehmen. Da schiebt er einfach locker rein. Und der Keeper sieht da ganz schlecht aus. War das ein Pass? Ja, super. Also ich bin mir da sicher, dass wir ohne mein Zutun nach 21 Minuten schon sehr gut in Position und in Führung liegen. Zu Hause erstmal zu 0. Bisher nach 21 Minuten. Also das kann sich ja noch ändern alles. Aber ja, natürlich ist es gut, dass wir hier schon 3 Tore haben und damit
für das Rückspiel gut vorbereitet sind. Ja, Sigurdsson. Den habe ich fast den Ball abgeluchst da vorne, dem Sparrow. Jenas. Walker, hast du ein Problem? Ruf Walker. Texas Ranger Walker. Nein! Oh! Da habe ich ihn gestört. Mist. Sorry, Kumpel. 3 Tore heute. Hat er schon ein bisschen böse geguckt. Ja, im Moment bin ich absolut nicht gut oder nicht hilfreich im Team. Ich versuche zumindest ein bisschen was vorzubereiten. Immer wieder die Pässe gut zu spielen. Aber ich will auch Tore vorbereiten wenigstens. Das sieht nach Eckschuss aus. Ah, das gibt's ja nicht. Schade. Ronaldo verliert zum zweiten Mal hier den Ball. Schade. Also ich denke mal, er hätte wahrscheinlich noch abgegeben. Oder eben selbst geschossen. Oh, sowas von knapp. Sowas von knapp. Das müssen wir uns auf jeden Fall nochmal ansehen. So. Attacke, Attacke, Attacke. Jenas. Da fällt mir ein, es gibt so einen ganz leckeren Wein. Kita Penas heißt er. Dorado. Ach, der Cristiano. Viertes Tor. Und auch eine Vorlage von mir. Also, der hat heute einiges gemacht. Zack. Wahrscheinlich zählt das nicht mehr als Vorlage von mir. Sondern er hat es alleine gemacht. Boing. Also, er trifft heute alles. 4:0. Meine Güte, was ist da los? Der Cristiano Ronaldo macht sie alle im Alleingang fertig. Und der Otaldo ist Dekoration. Vorlagengeber, die aber leider wohl nicht als Vorlage gelten. Weil das einfach wohl zu lange dann dauert und so. Oh, 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 oh. Schön. Erste Halbzeit ist vorbei. Schön. 4:0. Also das ist mal eine Hausnummer. Ich würde mal behaupten, ich behaupte es einfach mal, wir sind fast sicher weiter. Da Tottenham nur noch zu Hause spielen wird, das heißt, sie müssen 5 Tore schießen zum Gewinn. Und bei 4 Toren hätten sie, ja, hier haben sie keine Auswärtstore, das heißt, die Auswärtstorregel zählt nicht, selbst bei Gleichstand. Ich weiß auch gerade nicht. Ah! Jetzt muss ich gerade überlegen, wie ist es denn da? Wir haben 4 zu Hause und die hätten 4 zu Hause. Dann würde Verlängerung. Dann gibt es Verlängerung, ja klar. Dann gibt es einfach Verlängerung und. Okay, dafür müssen wir dann sorgen, dass es eben nicht dazu kommt. Bei 4:4 ist Verlängerung, 5:4 wäre Sieg. Und wenn gar keine Tore fallen oder weniger als 4 Tore für Tottenham, dann. Ja, sind wir auch weiter. Also es sieht sehr gut aus. Es sieht noch viel besser jetzt aus mit dem 5:0.
Auch wieder eine Vorlage von mir auf Cristiano Ronaldo. Die aber vermutlich auch wieder nicht als Vorlage gewertet wird. Weil er hier länger läuft und sich da durchsetzt und dann zack. Ich weiß es nicht genau. Mal sehen. 5:0, meine Güte. Und ich schieße die Tore nicht. Also, es hat mit dem Schwierigkeitsgrad nichts zu tun. Die Computer, die KI ist auf dem gleichen Schwierigkeitsgrad wie die andere. Das heißt, ich habe hier nicht, dass ich irgendwie da die Kinder leichten Tore schieße. Turbo-Vorlage von mir auf Ronaldo. Schade, hätte er flach spielen können. Ah, Mann, schon wieder verfehlt. Also aus der Position, da muss ich noch ein bisschen üben, dass ich das treffe. Mann, 5:0. Also das ist eine Hausnummer. Die werden sie nicht so schnell knacken. Das heißt, wir können uns genüsslich zurücklehnen und zufrieden sein im Rückspiel. Denn da wird es auf jeden Fall so sein, dass wir da nicht mehr ausscheiden können. Also in dieser Runde zumindest. Das wird sehr schwierig bis unmöglich. Ich bezweifle einfach mal, dass wir hier 5 oder 6 Tore reinkriegen. Aha, aha. Super. Schön, Freunde. Da wird er gelegt. Schade. Achso, Ekoto. Ekotto. Meine Güte, also was der Ronaldo hier macht, er hat, glaube ich, alle Tore geschossen. Mit einer 20,0 müsste er hier bewertet werden. Ja, die anderen sind nicht ganz so gut. Also Ronaldo ist hier sozusagen die Spritze, die Dosis fürs gewisse Etwas. Und da verlieren wir den Ball. Aber jetzt können wir es hier eigentlich locker runterspielen. Guarin für Ronaldo, also das kann ich nicht verstehen, dass der da ausgewechselt wird. Das habe ich schon letztes Mal nicht verstanden. Kabul haut dazwischen. Lori, oder wie er heißt, Loris, Jori. Der beste Keeper bei FIFA 13 wird so gemunkelt. Wie es hier bei PS ist, weiß ich nicht. Paul. Ah, schade, 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 schade. Alles noch im Lot. Freunde der Sonne. Hier ist auf jeden Fall richtig viel los. Spielt doch noch vorne ein bisschen. Aber jetzt kann man sich auch entspannen so ein bisschen, ne? Hier so. Dü-dü-dü. Bloß nicht noch eine Karte oder irgendwie sowas kriegen. Das wäre auch doof. Hier, hallo. Ach, ich habe unten leider ein Phantom gesehen. Ich dachte, der weiße Spieler da unten, die 28, wäre einer von uns. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. 4-4-1-1, das heißt, ich bin hier der Stürmer. Schade, komm, Freunde. Schade, schade. Super. Also mit dem 15, da können wir auf jeden Fall uns entspannt zurücklehnen. Lololo. Bisschen Kraft sparen. Na? Nee. Lololo. Lal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 
das ist, da sind wir sehr glücklich, den zu haben im Team. Townsend, sehr lustiger Name. Jetzt nicht noch irgendwie ein Tor reinkriegen oder sowas, das wäre fatal. Ja, schön. Viel früher hätte er spielen müssen, da wäre ich durch gewesen, hätte nochmal abziehen können. Ja, nur wenn ich die Vorlagen hier gebe, dann läuft es ganz gut, ne? Falsche Seite, Freunde. Aber egal, 5:0. Nice one, nice, nice, nice. Da schauen wir uns nochmal die Bewertung an. Cristiano Ronaldo, 7,5. Ich eine 6,0. Oh, war die schlecht. Dabei habe ich die Vorlage gegeben. Jetzt bist du für den Verein unentbehrlich. Alle Spieler um dich herum blicken jetzt zu dir auf. Du kannst darauf zählen, dass die Jungs dich suchen und zum richtigen Zeitpunkt anspielen. Oder was soll man da stand? Wieso bin ich jetzt unentbehrlich? Erste K.O.-Runde. Oh, Achtelfinale also. Jetzt weiß ich's. Achtel, danke. Bayern liegt zurück gegen Chelsea. Madrid gewinnt gegen Juve. Schön, schön. Ich bin hier noch gar nicht vertreten mehr. Sehr schön. Ach ja, das nächste Spiel. Palermo ist unser Gegner. In die Startelf berufen. Sehr gut. Boing. Da geht's überall hoch. Sehr schön. Explosivkraft ist auf 97, auf 98 bald. Okay. Kopfballgenauigkeit auf 69. Dribbelstärke 81. Yo, yo, yo. Schussgenauigkeit 66. Das könnte sich auch mal verbessern langsam. Okay. Ja, da sehen wir es. Die sind alle sehr gut. Dann bedanke ich mich für euer Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann, ja, beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.